Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Limited-Video hier auf dem Kanal. Heute steht Murders at Carlow Manor Sealed auf dem Programm. Vor einigen Wochen habe ich ja auf YouTube die Umfrage gemacht, habt ihr eigentlich im Limited lieber Draft oder lieber Sealed-Content? Es hat sich herauskristallisiert, dass so ein bisschen mehr die Tendenz zum Draft geht, aber auch einige Leute Sealed mögen. Die Idee ist, dass ich jetzt nochmal eine Runde Sealed spiele. Das hat einen einfachen Grund, denn die nächsten wichtigen Events auf Arena, sowohl das Qualifier Play-In, also wo man sich für die Arena Championship und für die Proto qualifizieren kann, als auch die nächste Arena Open, finden jeweils im Murders at Carlow Manor Limited statt und Tag 1 wird halt immer Sealed sein. Deshalb bietet es sich an, zumindest nochmal einmal so ein Sealed Pool durchzugehen und ich bin auch gespannt, wie es aussehen wird, denn eigentlich bin ich kein großer Fan von diesem Format, weil eben durch die Playbooster so viele Rares oder so eine hohe Varianz mit dem Umlauf sind. Aber ich meine, ich bin ja auch durchaus bereit, eines Besseren belehrt zu werden. Und deshalb gehe ich jetzt rein und hoffe halt einfach, dass wir vielleicht jetzt entweder selber einen krassen Zielpool aufmachen oder es sich doch nicht allzu schlimm herausstellt und auch mit Commons und Uncommons gewonnen werden kann. So, was haben wir hier? Wir haben sehr schön, wir haben 9 Rares. Aber immerhin eine rote, eine grüne, eine schwarze, eine grün-blaue, eine rot-weiße. Das ist hervorragend. So, dass man wirklich nicht sagen kann, in welche Richtung man gehen sollte. Vielleicht geht es in Richtung rot-weiß, weil rot-weiß theoretisch auch der beste Archetyp ist. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich lege wieder die guten Playables erstmal raus. Wir haben Case of the Uneaten Feast. Der hat bisher bei mir noch nie wirklich funktioniert, muss ich sagen. Deshalb Crovered Haunch finde ich ist eine ganz okay Karte. Call a Surprise Witness macht auch relativ viel Spaß. Case of the Gateway Express ist eine der besten Uncommons im Set. Schöner Removal-Spell, der gerade in der Go-Wide-Strategie dann auch im Endeffekt einen sehr, sehr großen Impact hat aufs Board. Wir haben ein Market Watch Phantom, ist eine gute Common. Season Consultant zweimal. Wenn wir es wirklich schaffen, Boros zu sein, dann ist der halt nicht verkehrt. Due Diligence würde ich erstmal so als Maybe-Karte einstufen. Während Inside Source eine sehr starke Karte ist, sehr gut funktioniert mit Season Consultant, weil es direkt zwei Kreaturen sind. Und davon haben wir auch zwei, ne? Also 1, 2, 4, 5, 7, 9 gute weiße Karten haben wir jetzt schon. Makeshift Binding, sehr schön, 10. Den Wrath würde ich auch spielen, 11. Hasta Vigilante, ja, 12. Und theoretisch auch noch das Phantom. Also durchaus weiß ist relativ tief. Wir haben sogar noch ganz okay Sideboard-Karten hier. Wie sieht es denn bei Blau aus? Behind the Mask ist keine Karte. Curious Inquiry leider auch nicht so wirklich. Babis Magdala ist so okayisch playable, genauso wie Deduce. Faithlight ist eine ganz okaye Karte. Unauthorized Exit haben wir zweimal, die kann man auf jeden Fall zocken. Dramatic Accusation, ja, die ist auch in Ordnung. Forensic Researcher ist okay. Out Cold ist okay. Hotshot Investigator. Das sind alle, also Blau hat ein paar Playables, aber die sind alle nichts, wo die mich so wirklich in die Farbe reinziehen, wenn ich ehrlich bin. Was ist mit Schwarz? Schwarz hat Fester Leech, der ist gut. Snarling Gorehound, der ist gut. Case of the Stashed Skeleton finde ich ganz gut. Toxin Analysis, nicht so wirklich ein Riesenfan davon. Extract a Confession hat mich überzeugt. Ja, meistens kriegt man es irgendwie hin. Entweder killt es auf Turn 2 mal so eine Disguise-Kreatur vom Gegner, ohne dass man die Ward-Kosten bezahlen muss. Oder im Late Game kann man dann Collect Evidence 6 anwenden. Oh, Doppel Long Goodbye. Okay, auch nicht schlecht. Cerebral Confiscation ist sicherlich im Sealed playable, ja, so eine Mindrot. Hunted Bone Brute genauso. Wir haben Murder und wir haben. Das ist, glaube ich, auch okay im Sealed. Und wir haben zweimal Slice from the Shadows. Also, Schwarz hat gutes Removal auf jeden Fall. Da ne? Kann man nichts sagen. Das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Was haben wir in Rot? Rot hat Felonious Rage. Die Karte ist okayisch. Frantic Scapegoat ist in Ordnung. Der Maskmaker kann nichts. Die Concealed Weapon ist leider auch nicht stark genug. Exposed the Culprit. Ja, nee, nicht wirklich. Fugitive Codebreaker ist nice. The Gearbane Orangutan ist kind of egal. Also den kann man spielen. Doppel Person of Interest ist wiederum ganz nett. Eine gute rote Common. Und die Suspicious Detonation ist natürlich auch playable. Okay, gucken wir mal weiter. Wir haben in Grün noch Get a Leg Up, das ist okay, ein guter Combat-Trick. Hedge Whisperer ist auch in Ordnung. Pick Your Poison ist, würde ich sagen, immer noch eine Sideboard-Karte. Also ich würde da immer noch sagen, naja, okay. Also es hat halt viele verschiedene Modi, aber es ist, glaube ich, trotzdem eher was für Sideboard. Nervous Gardener ist gut, gerade wenn man fixen will. Tunnel Tipster ist super. Airtight Alibi bin ich kein großer Fan von. Ein Slime Against Humanity reicht in der Regel auch nicht, um es zu spielen.
Einen Planeswalker ist eine gute Rare. Ja, ich meine, zwei Kreaturen für vier Mana, für zwei, zwei. Also, das ist halt solid. Killer Among Us ist sehr, sehr gut. Auch einer der besseren Uncommons. Topiary Panther ist in Ordnung. Ja, und dann geht es schon mit den Uncommons, mit den Multicolor-Karten los. Wir haben in Blau-Weiß No More Lies. Wir haben in Schwarz-Weiß Whispering Vampire. Der ist gut. Wir haben in Rot-Weiß Dogwalker, Lightning Helix und Aurelia. Das spricht schon so ein bisschen für Rot-Weiß. wir haben noch Grün-Blau, haben wir noch Kallen. Der ist aber dadurch, dass Grün und Blau die beiden schwächsten Farben sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir ihn spielen. Und was nicht schlecht ist, ist noch Crawl Whipcracker. Der ist auch eine ganz gute Karte. Allerdings dann halt eher, ja, wenn wir schwarz spielen würden. Ne? Also ich denke, so wie es jetzt aussieht, wir haben unser primäres Deck wahrscheinlich rot-weiß und wir können vielleicht auf schwarz-weiß umboarden, wenn wir ganz, ganz viel Removal mitnehmen oder so. Ne? Also dann sagen wir halt einfach, wir sind so ein bisschen controlliger, spielen halt super viel Removal und gewinnen dann vielleicht am Ende über Polygraph Orb oder so. Ist auf jeden Fall nicht so leicht. Ich würde jetzt erstmal, glaube ich, rot-weiß auslegen und dann mal gucken, ob wir auf genug Playables kommen oder ob wir dann noch irgendwie so ein bisschen, weil Rot ist nicht so wirklich tief. Rot hat halt die guten Multicolor-Karten, zwei Person of Interest, den Fugitive Codebreaker und dann bist du eigentlich schon durch. Richtig viel Removal haben wir ja auch nicht. Wir haben Make doch, okay, mit Weiß dann schon. Ja, okay, gut. Ich leg mal Rot-Weiß aus und guck mal, wo wir da am Ende so landen und ob wir auf genug Playables kommen. Das ist natürlich immer so eine Frage. Zack, 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 zack. Zack. Aktuell sind es 24. Ich packe mal ein paar Länder rein. Geh mal kurz raus, geh mal wieder rein. Guck mir die Kurve an. Ihr wisst es, der Arena-Deckbauer ist nicht der Beste. So, ich kann mir vorstellen, dass man Make Your Move im Sealed sogar Main deckt. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann müsste ich mal kurz gucken, was wir hier sonst noch so. Also ich denke, dass wir schon 17 Länder spielen wollen. Das heißt, da müssen wir mal gucken, wovon wir mehr spielen wollen. Die will ich alle spielen. Also ich muss nicht unbedingt. Ja, ich muss nicht unbedingt. Wobei, ich muss nicht unbedingt zwei Gearbane Orangutans spielen. Das ist die, glaube ich, so die eine Karte, wo ich mich nicht so wirklich drüber freue. Und Frantic Scapegoat ist auch so ein bisschen fragwürdig. Felonious Rage ist auch nicht so die beste Karte. Aber ich meine, dadurch, dass wir halt eigentlich schon wirklich darauf abzielen, durchaus mal mit drei Kreaturen anzugreifen, mit dem Season Consultant und Aurelia, macht es vielleicht schon Sinn, die Scapegoat mitzuspielen. Größter Fan von Felonious Rage bin ich nicht. Und ich glaube, alle anderen Spells sind ein bisschen besser. Dann ist die Frage, habe ich genug Removal? Ja, also erstmal hier reingucken. 17, also ein bisschen mehr weiß. Removal haben wir 1. 2 würde ich dazu zählen, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Removal ist eigentlich ziemlich solid. Wir haben gute Karten im Deck, wir haben den Codebreaker im Deck, wir haben Aurelia im Deck. Wir spielen sogar No Witnesses, falls wir wirklich mal zu weit hinten liegen sollten. Das kann ja immer mal passieren, so als Reset-Knopf. Ja, ich denke, dass das ein ganz gutes Deck ist. Damit würde ich es, glaube ich, erstmal versuchen. Also, wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass man hier noch in Schwarz-Weiß umboardet. Ne? Also wenn der rot-weiße Plan nicht so gut funktioniert, dass man dann einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 6 Removal noch mit rein. Polygraph Orb. Wie viele rote Karten spielen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann müsste ich stattdessen umboarden. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann müsste ich 8 schwarze Karten reinpacken. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Also genug, zumal ich ja dann auch noch, wenn ich schwarz-weiß spiele, den Whispdrinker Vampire spielen kann. Escape Tunnel wäre eine Möglichkeit. Könnte man hier spielen, einfach zu sagen, pass auf, ich sag, naja, mein Mana wird dadurch ein bisschen besser, weil ich sowohl einen neuen Weiß als auch einen neuen Red Sources habe. Ich denke, das ist, glaube ich, okay. Man könnte sogar sagen, dass man dann 9, 7 geht, weil wir doch ein wesentlich mehr Weiß als Rot haben, sodass wir dann insgesamt 10, 8 Sources haben, was ich glaube ich auch okay finde. Das wird glaube ich das primäre Deck sein und es kann da aber sein, dass wenn wir gegen ein sehr, sehr komisches Deck spielen, vielleicht nochmal auf ja, weiß-schwarz umboarden. Grün und Blau haben in dem Deck, also haben in dem Seed Pool leider nichts zu suchen, was ein bisschen schade ist, weil dadurch natürlich eine Menge Power verloren geht. Ne? Kellen geht verloren, Crawl Whipcracker geht verloren, Hide in Plain Sight, Killer Among Us. Haben wir nicht auch noch eine gute blaue Rare gehabt?
Nee, haben wir nicht, aber trotzdem, ein bisschen was geht verloren. Egal, wir schauen mal, wie das Ganze so funktioniert. Wir müssen ja 7-2 gehen, um Tag 1 zu überstehen. Das wird jetzt der Maßstab sein. Mal gucken, ob wir mit dem Seed Pool 7-2 oder besser gehen. Bis gleich. Tja, deshalb spielen wir 10 White Sources. Ich halte die Hand. Ich meine, ich spiele 10 White Sources. Ja, und wenn ich eine White Source ziehe, dann habe ich erstmal 2 Removal Spells, womit ich mir ein bisschen Zeit kaufen kann. Ich glaube nicht, dass das ein Mulligan ist. Gerade im Sealed, wo man davon ausgehen muss, dass der Gegner einen jetzt nicht so super überrennt. Gerade im Sealed, wo man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass der Gegner einen so super überrennt. Okay, 5 Drop in Rot, perfekt. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alles, was oben in unserer Curve ist, gezogen. Ne? Wir spielen 2, 5 Drop. Okay. Rope, grün-weiß. Ja, gut, warum nicht? Oh, Frantic Scapegoat, ey. Was für ein Banger von einem Draw. Gehen wir rein, oder? Turn 2 Scapegoat, beste Leben. Zack. Wird jetzt Turn 3 die Rope equipped oder was? Ne, Face Down Card. Ja, okay, verstehe ich. Ah ja, okay, vierter Mountain. Hervorragend. Also so, wie viele Mountains spiele ich nochmal? 7, ne? Ja, ärgerlich. Right, ich glaube, also es war, glaube ich, deshalb kein Mulligan, weil ich einfach 10 White Sources ziehe und es nicht so wahrscheinlich ist, keine White Source zu haben. Mit nur noch 30 Karten im Deck, also wenn man ein Viertel des Decks gesehen hat. Aber hey, vielleicht vertue ich mich da auch einfach. Sharp-Eyed Rookie, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel eine gute Möglichkeit, mal eine Lightning Helix da drauf zu knattern oder so. Ah, der fünfte Mountain. Ja gut, okay, vielleicht... Aber ich weiß, woran es liegt. Ich habe einfach... ja, ich habe einfach leider noch nicht... nicht genug geschaffelt gehabt. Ja. Okay, gucken wir mal. Ja, dann kann ich ja immerhin den hier anzünden. Ist doch gut. Und dann nehme ich aktuell, bin ich tot. Wenn der Gegner equipped, bin ich tot. Vielleicht denkt er ja nicht dran. Dann war es immer eine schöne, schnelle erste Runde. Wie gesagt, also mit 10, wenn ich jetzt sagen würde, weiß ist der Splash, ja, und ich habe meine weißen Karten alle auf der Hand und ich werde niemals ein weißes Land ziehen, weil ich nur 3 weiße Quellen ziehe, sehe ich durchaus ein, dass das ein Mulligan war. Aber, keine Ahnung, mit 10 weißen Quellen muss man davon ausgehen. Ich werde mal kurz die Wahrscheinlichkeit auswählen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich nach 12 Karten immer noch keine weiße Source gezogen habe. Okay. Hey, wir haben zwar wieder mehr Rot als Weiß, aber wir haben zumindest auch Weiß. Also von daher, es geht weiter. Ich habe es gerade mal ausgerechnet. Die Wahrscheinlichkeit, kein weißes Mana zu ziehen bis zu dem Zug waren 1,2%, 1,5%. Und die Wahrscheinlichkeit, 5 von 7 roten Quellen zu ziehen, waren 1,6%. Also ich habe mich da schon, sagen wir mal so, am Limit bewegt. Und die Odds muss man dann halt eingehen. So, gucken wir mal, was unser Gegner hier zaubert. Okay. Ich weiß nicht, ob ich bei der Hand Fugitive Codebreaker unbedingt Turn 2 legen muss. Ich glaube nämlich... Na, obwohl... warte mal. Nur wenn der Face Up flippt, oder wie ist der Turn Face Up? Nee, ich glaube, ich passe den Turn und lege den nächste Runde einfach als Prowess... hier, wie heißt das? Face Down Kreatur. Weil... Kellen... Jo, Kellen ist gut. Glücklicherweise habe ich ein Removal. Oh, wow. Doppel-Escape. Geil. Geiler Draw vom Gegner auf jeden Fall. Ja, ja, ich lege gleich erstmal Fugitive Codebreaker oder Gearbane Orangutan und esse den Clou. Das ist vielleicht sogar noch geiler. Ne? Ja. Ist, glaube ich, noch geiler, einfach den Clou. Er kann ihn ja jetzt nicht benutzen. Würde ich sagen, gönnen wir uns einfach. Destroy up to one target artifact. Ja. No clue for you, my friend. Mein Kellen hat immer noch ein bisschen Value gemacht, weil er 2 Länder spielen konnte. Und wir jetzt Turn 3? Haben wir on the play? Ich weiß es nicht. Ne, Gegner hat erst Turn 3 das Adventure gelegt. Okay, ne, dann nicht. Oh, wow, what? Ach, komm. Ja, Logo. Natürlich. Gegen was sollen wir denn sonst spielen? Ich bin bereit, Kellen gegen eine Lightning Helix zu tauschen. Okay. Gut, Gegner anscheinend. Also gegen eine Lightning Helix plus Gearbane Orangutan. Nächste Runde, Suspicious Detonation. Okay. Dann ist Kellen halt weg. Ich
Hoffe, er macht jetzt nicht noch irgendwie extra Value. Vielleicht kann er noch Clues setzen. Oh, wow, okay. Ich glaube, vielleicht müssen wir jetzt sogar erstmal den Sharp-Eyed Rookie entsorgen. Auf der anderen Seite könnten wir jetzt schön attacken. Na, wenn wir jetzt, genau, wir können Sharp-Eyed Rookie sehr wahrscheinlich auch nächste Runde noch entsorgen mit der Lightning Helix. Und dann kann ich, ja, habe ich jetzt wenigstens einen guten Attack. Presume Dead. Und ich kann nicht mal attacken. Okay, Ladies and Gentlemen. It's shaping up to be a nice sealed. Ja, ist aber auch so ein klassisch. Wusste ich, dass er die spielt. Wenn man Kellen spielt und vierfarbig, dann spielt man auf jeden Fall auch Presume Dead. Alles andere macht ja wirklich gar keinen Sinn. Jetzt kann ich mit der Lightning Helix wahrscheinlich nicht mal den Rookie abräumen, wenn er jetzt noch eine Kreatur spielt. Ey, das Format, also das hatte ich auch auf Twitter schon erwähnt. Das Format ist in meinen Augen irgendwie so ein bisschen gefühlt Puff oder Hölle, ja? Weil also entweder ist es irgendwie so, du machst halt, entweder gehst du 7-0 oder du kannst irgendwie, du bist nur am Verkacken. Du hast keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Und jetzt will ich mal hoffen, dass ich jetzt zumindest den Sharp-Eyed Rookie entsorgen kann. Weil sonst brauchen wir auch nicht weiterspielen. Vielleicht noch ein Presumed Dead oder so? Nee. Cool. Das ist ja ganz nett. Dann würde ich erstmal reingehen, gucken, was so passiert. Okay, Gegner geht auf 12 und eine Inside Source. Aha, okay. Da könnte jetzt aber wahrscheinlich der Removal-Spell kommen, ne? Nicht der Counter-Spell wahrscheinlich. Ja, Reasonable Doubt. Okay, gut. Ja gut, ich meine, 3, 4 Flying Vigilance ist immer noch gut. Ich kann mir die Inside Source wiederholen und der Flying geben und einen 2-2er kriegen, die Scapegoat. Welchen Landziel kann ich alles drei machen? Weil ich will das Fugitive Codebreaker auf jeden Fall jetzt Disguised legen. Also langsam habe ich halt ein paar Karten im Graveyard und mir gehen die Handkarten aus. Dementsprechend macht das schon Sinn. Wahrscheinlich ärgert sich unser Gegner gerade, dass er noch keinen Mountain gezogen hat. Denke ich mal. Also an der Stelle fände ich ein sechstes Land nicht schlimm, weil ich dann alles so spielen kann, wie ich möchte. Griffnord Tracker. Oh. Oh Gott, ey. Das ist doch auch nicht real, oder? Jetzt hat er den weißen Flieger gespielt in einem vierfarbigen Deck, der sowohl den schlechter macht, als auch Call a Surprise Witness kaputt macht. What? Okay. Ja. Denke, der greift mal an. Dann spielen wir Inside Source und die Scapegoat. Ich glaube nicht, ich will Fugitive Codebreaker immer noch nicht so legen. Ich werde mal versuchen, mit Gearbane Orangutan zumindest den Tracker zu traden. Damit ich Gearbane Orangutan wieder spielen kann. Ah, macht jetzt auch nicht so super viel Value. Okay, der greift nicht an. Ja, das ist doch schon mal gut. Dann nehme ich nur 3. Nee, okay, der greift mit an. Dann blocke ich hier. Okay, gehen wir auf 8. Ich meine, es wird langsam, not gonna lie, es wird halt auch eng, wenn mich einfach nur Kellen die ganze Zeit massiert. Bin mal gespannt, was unser Gegner noch so für Überraschungen parat hält. Eine Facedown-Karte, ja. Das kann ja jetzt wirklich alles sein. Seasoned Consultant. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Okay, das wäre total fein für mich. Was haben wir denn da? Wow, ein Undercover. Ein Undercover Crocodelph. Okay. Ja, würde ich, glaube ich, tatsächlich ihm geben. Ich glaube, es ist cool, wenn der 3-3er schwerer geblockt werden kann. So, und der wird jetzt aufgedeckt für 5 Mana. Das ist, glaube ich, nicht gut genug. Ja, der ist ein bisschen zu teuer. Ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt. Assassin's Trophy. Okay, ja, gut. Nicht schlecht. Oh, das ist eine gute Magic-Karte. Die würde ich spielen.
spielst nicht wirklich zwei Reasonable Doubt. Nein, komm, das kannst du nicht machen. Nein, 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 nein. Du hast jetzt nicht das zweite Reasonable Doubt. Oh, doch, hat er. Crazy. Okay, klar. Ich würde sagen, was jetzt noch fehlt, ist ein Palm Spell für Kellen, damit er auf jeden Fall gewinnt. Ah, da ist das rote Land. Ah, da ist das rote Mana. Case of the Pilfered Proof. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Wie viele Detectives hast du denn im Deck? Okay. Gewinnen wir das? Alter, ich hätte sofort... Ich weiß nicht, ob ich das Video weitergemacht hätte, wenn ich gegen dieses Deck hier verloren hätte. Aber okay, 1-1. Ich darf anfangen. Hand sieht okay aus. 2 Drop, 3 Drop, 2 Removal Spells dahinter. Wir sind on the play. Ah, da kann sich Domri Raid, glaube ich, auf jeden Fall warm anziehen. 1-1, noch nicht ganz on track für 7-2, aber hey, wir sind zumindest wieder aufgestanden, nachdem wir einmal hingefallen sind in der ersten Runde. Gucken wir mal. Swamp, okay. Ja, gut, ich meine, das vierte Mana ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir haben ja ein bisschen Late Game, indem wir den auf jeden Fall für 5 undisguisen wollen, okay. Gravestone Stridar. Macht beliebiges Mana. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es korrekt ist, die Lightning Helix auf den zu verbrennen. Ich hätte angreifen können, weil der Attack free war. Vielleicht hätte ich damit einen Damage machen können. Maybe. Auch eine Facedown Card. Ja, die sollte ich auf jeden Fall... ich glaube, die sollte ich removen. Blup. Ja, würde ich gerne machen. Boah, ich hatte gerade kurz Schiss, dass ich zweimal Ward bezahlen muss, weil zwei meiner Kreaturen den targeten. Glück gehabt. Ist nicht der Fall. Ja, ich hätte auf jeden... Genau, ist auf jeden Fall besser, den 1-3er zu blocken, als den 2-2er. Ja. This makes sense. Oh, man kann ein Artefakt tappen. Ah, ja, nice. Inside Source ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich decke den jetzt einfach mal auf. Der Bock einfach für 4 rüber zu fliegen. Ich glaube, das macht einfach mehr Spaß. Die 4 Damage wollte ich mir nicht nehmen lassen. Nächste Runde immer noch Inside Source. Ja, ich meine, wenn jetzt ein Removal Spell kommt, kommt jetzt ein Removal Spell. Ja, aber das ist fein, weil ich habe immer noch theoretisch 3 Kreaturen, die nächste Runde angreifen können. Übernächste. Dogwalker. Perfekt. Das ist, das ist rather schmacko. I like. Ja, da greife ich sogar für 1 an. Weil ich glaube, im Race bin ich mit dem Case of the Gateway Express und Lightning Helix relativ weit vorne. Also klar, der Gegner kann, was weiß ich, Wrath. Gibt's nur, ja, es gibt einen 5-Mana-Wrath in Schwarz. Ja. Devious Deadly Cover-Up oder so. Okay, es kommt eine weiße Karte. Mehr Gravestone Strider. Okay. Ja. Ich denke, wir greifen mal mit 3 Kreaturen an. Yep. Aber der Case ist auf jeden Fall gesolved. Wir haben noch eine Lightning Helix, wir können den Dogwalker aufdecken, bekommen wieder 2 Kreaturen, die dadurch gepumpt werden. Er kann halt, genau, er kann halt den, kann halt so einen Detective doppelblocken. Frage ist, wie schlimm ist das? Dann könnte ich auch einen davon abschießen. Okay, das ist fein, warum... Ja, die beiden Hunde muss ich mir, darf ich mir natürlich nicht entgehen lassen, wenn ich den Case gleich gesolved habe. Long goodbye. Okay. Ja. Na gut. Ich meine, der Case ist halt trotzdem gesolved. Und ich habe ganz schön was auf dem Board. So ist nicht. Also gleich sind meine Attacks nicht mehr so schwach. Und ich habe noch eine Lightning Helix, die ich vielleicht sogar in den Kopf schießen kann. Hey, keine Ahnung, mal gucken. Gegner hat jetzt so gespielt, dass er keinen Wrath hat, weil ansonsten hätte er mehr Damage verhindert und das Long Goodbye nicht mehr benutzt. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass jetzt zumindest auch wenn das fünfte Land da ist, kein Wrath gespielt wird. Hm.
Doppelgang für x gleich 1. Ich könnte mir den selber abschießen. Aber macht das was noch? Dann hat der Gegner das liegen. Und ich habe das. Okay. Frage ist, ob ich so einen Grave Boy abschieße. Nee. Oh, da hätte ich mal gemacht. Hätte ich das mal gemacht. Ich glaube, ich nehme jetzt allerdings einfach die Facedown-Creature mit. Keine Ahnung, was es ist. Ist möglicherweise gefährlich. Will ich nicht riskieren. Resolve zahle ich 2. Ist ein rakisches Scoundrel. Die drei können angreifen. Es werden nicht die besten Trades passieren. Aber wenn ich das Board klein mache, können dann halt auch irgendwann. Genau, so kann ich jetzt dafür sorgen, dass zumindest die Doggos mit angreifen können, weil ich nehme die beiden 1-3er mit. Genau, den 1-3er first und den 1-3er first. Das sind nicht die besten Trades, ohne Frage. Aber jetzt ist der Weg frei für alle meine anderen Kreaturen. Außer der Gegner legt was Fettes. Das kann natürlich immer passieren. Aber, ich meine, Gegner ist auch auf 7. Wir haben eine Lightning Helix. Wir haben 4 mittelgroße Kreaturen. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Ein Facedown Card. Auch da können wir durchangreifen. Könnte ein Exit Specialist sein. Der bounced uns was. Dann ist das Board nicht mehr so cool. Na, Land war jetzt nicht so super nice, aber hey. Das ist klar. Das ist klar. Okay. Auf 3 gehen ist gefährlich. Also dann habe ich nämlich so eine Helix, die 3 Damage macht. Gegner könnte Reasonable Doubt haben, aber das kann ich bezahlen. Also von daher, ja, 3 ist schwierig. Was war die Facedown Card? Sanguine Savior. Ah, kann er das aufflippen? Ja, kann er. Puh, die Hand ist ein bisschen langsam. Aber auch hier denke ich mir, wir haben rotes und weißes Mana. Wir haben einen sehr guten 3-Drop, einen sehr guten 4-Drop und 3 Removal-Spells. Also, ich glaube nicht, dass man das mal liegt. Auch wenn es nur 2 Länder sind. Wir spielen 17. Wenn ich ein drittes Land ziehe. Okay. Wenn ich ein drittes Land ziehe, habe ich zumindest Inside Source, Makeshift Binding und ein Case of the Gateway Express für 2. Scene of the Crime. Okay. Red Herring. Okay. Gegner ist ja so der Agro-Papst. Ja, wenn ich denn irgendwann ein drittes Land ziehe. Vielleicht. Ah, ich meine, das blau-rote Deck freut sich natürlich über das. Null. Ja, und wir ziehen. Wisst ihr, was wir nicht ziehen? Ein drittes Land. Okay. Na gut, 2 Länder on the draw, beide Mana-Farben. Hält man. Manchmal ist der Shuffler einfach so. Manchmal zieht man auch 5 Mountains, bevor man die erste Plains zieht. Things happen. Gadget Technician. Ja, der ist natürlich. Das ist natürlich mit. Das ist natürlich nicht schlecht, ey. Sind wir gleich auf jeden Fall tot. Ah, ein 5-Drop noch, ja. Okay, das ist cool. Das wollte ich sehen, ja. Junge, wie kann man denn. Nichts mehr. Ich sage einfach nichts mehr. No Attacks natürlich. Ja. Schade. Oh boy. Gegner hat ein sehr gutes Jeskai-Deck. Muss man an der Stelle auch fairerweise sagen, ist ein sehr gutes Jeskai-Deck. Und dann gewinne ich auch mit dem Wrath nicht mehr. Ja, drittes Land, cool, danke. Das bringt mir vermutlich alles nichts mehr, denke ich. Sehe jetzt nicht. Also, ich meine, der hat halt einfach Infinite 1-1 Thopter. Sehe ich nicht, wie ich das gewinnen soll? Nimm mal den. Dann kann der zumindest nicht mehr sich selber opfern. Also, ich kann jetzt gleich, wenn ich einen. Sollte ich ein Land ziehen, könnte ich nur Witnesses spielen oder so. Mal gucken. Ich hätte Insights, also alles, was ich habe, spielt nicht so gut mit No Witnesses.
Aber ich wollte jetzt, glaube ich, auch nicht Go sagen. Es wirkt auch highly suspicious. Ja, das ist, by the way, auch komplett dumm. Wally, das Call zusammen mit Detective Satchel ist auch einfach komplett dumm. Das sind dann immer zwei Zwei-Thopter, die sofort einen Ping machen. Da ist das vierte Land, ja. Okay, spiele ich mal No Witnesses. Investigatest du? Aber es gewinne ich ja trotzdem nicht, weil jedes Mal einfach ein Zwei-Zwei-Thopter rauskommt. Ich gewinne das genau dann, wenn der Gegner nichts gegen Aurelia hat. Und selbst dann gewinne ich sehr wahrscheinlich nicht. Der Gegner möchte wahrscheinlich das Land ziehen, aber dann hätte man das, glaube ich, auch Mainphase machen sollen, nehme ich mal an. Ich bin auf 11 Leben. Ich habe leider die ersten vier Runden zu sehr nichts gemacht. Gute Karte. Ja, Steam Core Scholar auf jeden Fall not bad. Da mit 2-2 gleich sind wir nicht so on track für 7-2. Ich sag's wie es ist. Anzraks Rampage im Main Deck. Wow. Die Leute sind sehr spannend zumindest, was das angeht. Ich spiele mal eine Aurelia. Ich werde nicht angreifen. Und lass mir jetzt das Removal zeigen und dann sind wir raus. Mein Gegner hat 7 Handkarten, 8 Handkarten, 90 Handkarten, 200 Handkarten, I don't know. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den Jeskai-Farben mit 7 Handkarten nicht ein Remover für Aurelia gibt. Oder vielleicht sogar 10. Werden wir gleich sehen, denke ich. Torch the Witness. Auch noch ein gutes Removal, weil es auch wieder investigated, sodass man halt nochmal einen Thopter bauen kann. Nee, das ist schon noch okay gewesen. Make your move. Ich kann das Detective Satchel oder Aurelias War. Nee, Wally das Call kaputt machen. Oder den kaputt machen, aber ich bin immer kaputt. Egal was passiert, ich bin immer kaputt. Tja, turns out, wenn man keine Länder zieht, spielt man wenig Magic. 2-2, 5 in a row, auf geht's. Wir haben wieder zwei Länder on the draw. Diesmal fehlt sogar rotes Mana, aber ich meine, ich muss die Hand halten. Ich kann den casten, ich kann alles casten, bis auf den Dogwalker. Dogwalker zusammen mit dem Case ist halt insane. Es ist niemals ein Mulligan. Aurelia war der schlechteste Draw. Es ist so witzig, ey. Wie das hier manchmal einfach läuft. Das ist wirklich witzig. Wir spielen wieder gegen Rot-Blau. Ich hoffe nicht gegen Detective Satchel. Die Karte. Er ist schwierig zu besiegen für unser Deck. Was ich aber festgestellt habe, ist, ich glaube, dass unser Wrath, ja, No Witnesses, auch ehrlich gesagt nicht so gut ist. Den sollte man wahrscheinlich einfach nicht spielen. Ich glaube, die Winrate von dem ist einfach nicht so stark. Ich meine, wann zündet man den am ehesten, wenn man selber auf dem Board hinten ist, dann kriegt der Gegner eine Karte raus. Ich glaube, der ist einfach fürs Limited nicht so gut. Gefällt ist ja fürs Constructed okay, aber im Limited nicht so stark. So, jetzt müsste wirklich das Land kommen. Ich wäre sehr dankbar für Uno Lando. Gegner Turn 2 Concealed Weapon gespielt. Die sieht stark aus auf dem Papier, aber die ist leider nicht so gut. Habe ich zumindest das Gefühl. Projector Inspector. Der sieht stark aus und der ist auch stark. Also ein konstanter Looter. Der macht echt eine Menge in dem Format. Also einfach Card Selection, aber auch. Ja. Das ist einfach Wahnsinn, Leute. Also Card Selection, aber auch dann Collect Evidence und so weiter und so fort. Ja. Ich kann nicht blocken, also kann ich nur angreifen. Oh, warte mal. Angreifen ist auch nicht so geil, weil wenn er blockt, dann macht der Case null Schaden. Puh. Glück gehabt. Okay, wenn er geblockt hätte, hätte ich vielleicht Call a Surprise Witness gespielt. Na, es wird rough, Leute. Aber auch hier, denke ich, war es ein klarer Keep. Two Lander on the draw. Ich glaube. Nein. Hey. Über Keep 1 können wir reden. Ja, da, wo ich nur Mountains hatte und mir gedacht habe, naja, mit 10 White Sources findet man schon eine White Source. Über den im letzten Game, glaube ich, das ist indiskutabel, das war auf jeden Fall ein Keep und der hier war auch auf jeden Fall ein Keep. Aber, hey, sometimes it's not in the cards, you know? Sometimes it's not in the cards. Okay. Immer in. Ich glaube, Inside Source muss es sein.
Was halt natürlich sick wäre, wenn der Gegner jetzt irgendwie ein 3-Toughness Flieger spielen würde oder so. Also ich einfach, also und ich ein Land ziehe und dann mache ich Case, Case, Attack mit allem. Beide Cases werden gesolved und ich habe 2 Kreaturen abgeräumt. Das wäre, glaube ich, Best-Case-Szenario, aber das erfordert, dass wir ein Land ziehen. Also das heißt, es ist schon ein sehr unrealistisches Szenario. Gut, wie viele Landdrops haben wir jetzt gemisst? 3 oder so? 2. 2 Landdrops gemisst geht ja noch. Dafür habe ich noch gut was auf der Hand. Ajani, wie schaut's aus? Ist nicht so ganz klar wahrscheinlich das Play. Es ist auch immer sehr spannend, ne? Also in dem Format muss man da doch echt aufpassen, wann flippe ich was, wann lege ich eine Facedown-Karte und so. Also es gibt schon, es hat schon auch sehr viel mit Tempo zu tun und wann ich mir erlauben kann, was zu tun. Ja, scheint auf jeden Fall gerade nicht so die leichteste Entscheidung der Welt zu sein. Expose the culprit offender at large. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Und equip die Weapon. Aber das ist ein 8-2er. Das ist ja mein absoluter Lieblingsblock hier. Macht er den zu einer 4-3-Kreatur oder was? Ja. Oh Gott, ey. Na ja, gut. Oh, wir haben sogar ein Land gezogen. Ja, können wir jetzt überlegen, was wir machen? Ich könnte hier einfach sweepen. Aber sweepen wirkt irgendwie falsch. Ich könnte den abschießen mit Case of the Gateway Express. Oder ich könnte den abschließen mit 2 Cases. Ich glaube, ich spiele einfach Case. Ich spiele den Dogwalker. Und Pass. Und werde gleich vielleicht einfach mit Dogwalker und Inside Source traden. Also den Offender traden. Inside Source wiederholen mit Call a Surprise Witness. Ich meine, der Gegner hat noch 2 Karten. Wir haben noch 4, die sogar gut sind. Also bis auf das No Witnesses. Das kann ich, glaube ich, wirklich rausnehmen. Also sollte ich das Spiel tatsächlich irgendwie doch noch gewinnen, dann werde ich sehr wahrscheinlich nur Witnesses nicht mehr spielen. Aber ich weiß nicht, was ich... Galvanize. Okay. Der Gegner hat auf jeden Fall noch Stuff. Der Offender at Large ist am Start. Ich meine, ich hätte angreifen können für 1. Vielleicht lasse ich mich jetzt nochmal für 8 hauen. Die Frage ist, wie viel Burn hat so ein rot-blaues Deck? Und dann spiele ich Case. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich lasse mich einfach nochmal für 8 hauen. Es gibt den +3, +0 First Strike Trick. Es gibt Shock. Okay, ja, ich lasse mich... Oh, das ist jetzt ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Jetzt brauche ich halt einen Two-Drop am besten. Aurelia. Vielleicht greife ich einfach für 10 an. So, und jetzt jumpen wir einfach mit der Inside Source, wenn ich darf. Wenn der Gegner jetzt den Threaten-Effekt hat und einfach eine meiner Kreaturen, ne, Aurelia übernimmt, ist halt vorbei. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich da...
Nee, komm, jetzt mach nicht Caught Red-Handed auf Aurelia, komm. Also wirklich. Irgendwann hört's auch auf. Also es gibt nur eine gewisse Menge an Varianz, die ich ertrage. Okay, ja, gut, dann traden wir immer. Ja, gut, ich meine. Es ist ja noch kind of okay. Kind of. Dann war immerhin 2-2-3er. Und noch einen Schuss für zwei, also quasi auch noch ein Schock. Haste-Kreatur wäre gut, eine Frantic Scapegoat wäre gut, dann wären es zwei. Ja, das wäre lethal. Frantic Scapegoat wäre lethal. Fugitive Codebreaker wäre lethal. Alles, was Haste hat, wäre lethal. Reenact the crime. Im Leben. Ich spiele gegen Expose the Culprit Behind the Mask. Reenact the crime. Und ich verliere das Game. Ja, wenn ich angreife und er blockt. Ich spiele einfach No Witness. Hat sich voll gelohnt für mich. Hat sich voll gelohnt für mich. Ja, jetzt flatten wir aus, nachdem wir die ersten Runden keine Länder gezogen haben. Wie sieht's aus, Gegner? Du bist doch gut unterwegs mit deinen drei blauen Sources und zwei Mountains. Okay. Okay. Classic. Weiterhin Classic. Ich meine, ich kann den Case spielen. Danke, dass du mir das anbietest, Arena, dass ich null Damage auf null Kreaturen mache. Oh, Person of Interest. Das ist ja sogar eine Magic-Karte. Nice. 6 Power. Ja, die kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. So, nächste Runde dann gewonnen, weil der Gegner wird nicht zwei Removal haben. Er braucht halt zwei Removal, weil zwei Kreaturen reichen nicht, denn die hat Menace. Okay, Forensic Gadget hier. Aber der reicht auch nicht. Also der reicht ja in keinem Maß. Krass, sie haben das Spiel noch gewonnen. Ich habe schon meine Abmoderation vorbereitet. So im Sinne von, naja, wenn es mit dem Mana nicht klappt, dann klappt es halt mit dem Mana nicht. Was soll ich euch sagen? Aber da konnten wir uns dann doch nochmal durchsetzen. Okay. Wow. 3-2. Wir gehen zumindest nicht negativ. Nice. Wir dürfen anfangen. Die Hand ist ganz gut. 2-Drop, dann Disguise auf der 3, Case und Makeshift Binding als Removal. Wir haben rotes und weißes Mana und 3 Stück. Kann man ja gar nichts sagen, denke ich. Gegen Schwarz-Grün. Repeated Offender. Oh, Fugitive Codebreaker auch nicht schlecht. Ich greife mal an. Mein nächstes Play wird sehr wahrscheinlich sein, Fugitive Codebreaker und seine nächste Kreatur killen. Außer es ist ein Morph. Also eine Disguise-Kreatur, dann nicht. Ja, komm, ich bin gierig. Let the Gierigkeit begin. Oh yes, sehr schön. Ja, dann machen wir Fugitive Codebreaker. Dann machen wir Case. Prowess. Killen den hier. Greifen mit allem an, was schon auch 8 Schaden sind. Und flippen den Case. Solid, hätte ich jetzt gesagt. Und der kann nächste Runde aufgeflippt werden als 5-Power-Flieger. Das ist schon solide. Ja, ich wollte keine Hexbane Ferox. Ah.
Ah, willst du angreifen? Nee, ne? Person of Entranced. Ja, leider kann ich Ex-Bane Ferox extra nicht bezahlen. Okay, ich schläge einfach den hier hin. Ist schon okay. Mit einem gesäuften Case ist das ja plötzlich auch relativ angenehm für 4 Mana 6 Power hinzulegen. Wovon vor allen Dingen 3 Power schwerer zu blocken sind. Lightning Helix. Aha. Ich glaube, dann gehen wir mal rein. Das kann ich mir, glaube ich, nicht nehmen lassen, die Lightning Helix noch an den Kopf zu ballern. Der Gegner wird einen Mörder haben oder so. Aber es ist so viel Schaden. Aktuell kommen 13 Damage durch. Ja, das wäre auch fein für mich. Mörder. Jetzt kommen 3, 6, 9, 12. Jetzt kommen nur 13 Damage. Ja, okay. Resolved. Kann ich eh nichts gegen machen. Könnte ihn allerdings. Ich könnte ihn jetzt tatsächlich auf sehr wenig Leben bringen. Ja, ich glaube, das ist okay. So, nächste Runde kann ich ja sogar das Ex-Bane Ferox killen, theoretisch. Oder die nächste Kreatur, die unser Gegner spielt. Wenn er jetzt natürlich unser Board abräumt, bisschen unangenehm. Not gonna lie, ja. Board abräumen wäre frech. Ah, da werden die Evidences collected. Ja. Okay. Und cool. Er braucht halt noch zwei Removal Spells. Okay, so wird man meinen, ist es okay. Aber what evidence collect for? Ja, okay, das kriege ich hin. Actual Finding, Prowess. Auf den hier. Ja, würde ich gerne targeten. Zahle ich Wardkosten von 4. Ist er weg. Greife ich an. Ist kaputt. Hoffe ich. Okay, nice. Okay, 4-2. Hey, 3 more to go. Wir dürfen anfangen. Hand ist okay. Ich habe 1-Drop, 2-Drop, 3-Drop Removal. Wir haben rotes und weißes Mana. Es sind nicht die besten Karten, ne? Also uns fehlt natürlich so ein Case und ein Dogwalker und eine Inside Source, aber an sich definitiv nicht schlecht. Crovered Haunch. Auf geht's. Was? Auch nicht so schlecht. Kann man halt Turn 4 dann auch mal equippen. Survey Land, the value. Auch nicht schlecht. Auch das würde ich wohl Turn 4 casten. Die Person of Interesse. Okay. Sam. Es kann stark sein. Ich hoffe, es ist es nicht. Ja, 1, 2, 3, 4 auf 5, dann Makeshift Binding und Equip. Das war eine Karte aus der Hand. Okay, dann ist es fein. Ist das Phantom Traden? Eigentlich nicht. Ja, ich guck mal, ob wir den einen Damage da noch raus squeezen können. Perfekt. Oh, okay. Die Karte kam auf jeden Fall aus der Hand. Das heißt, bisher hat Assemble the Players kein Value gemacht. Turn 2, die zu legen, kann wahrscheinlich mal sehr gut sein, wenn man ein Deck drumherum gebaut hat. Oh, Nervous Gardener. Ist natürlich auch eine gute Combo.
sich einfach, ne, nochmal einen Look von oben zu verschaffen. Kann ich jetzt eine Karte von oben spielen? Aktuell sind es 6 Karten in der Hand. Ich weiß nicht, ob man es grafisch sieht, wenn diese Karte hier rübergezogen wird oder so oder nicht. Okay. Könnte sein, dass der Gegner einfach einen Removal-Spell hat. Dann soll er halt mal spielen. Ja. Etwas ein Fehler. Vielleicht hätte ich einfach Makeshift Binding auf den. Aber ehrlich gesagt ist Nervous Gardener halt auch wirklich nicht so super stark. Das sollte man noch irgendwie. Okay, das kam von oben. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Rubber Belt Maverick. Ah, das sind alles nur so geht so Karten. Da will ich auch eigentlich nichts von Binden, aber vielleicht schon. Ne? Menace-Kreatur wird mal equipped. Dann gehen wir rein. Ich gehe mal von einem. Ah, okay, er macht tatsächlich einen Doppelblock auf den. Okay, ja, gut. Oh, ist fein. Doppelblock auf den geht natürlich auch, ja. Alles legale Blocks. Okay. Alles klar. Dann würde ich auch beide mitnehmen, wenn das okay ist. Gegner geht auf 6. Ja. Ich meine, uns geht so ein bisschen die Luft aus. Theoretisch haben wir hier vielleicht nochmal einen Flying At. Oh, Novice Inspector. Ja, das ist die eine Common, die uns auf jeden Fall fehlt. Auch eine gute Synergie mit Assemble the Players. Na, kannst halt den Clue-Token sacken, um zu gucken, ob da wieder was oben liegt, was du casten kannst. Passt schon ganz gut zusammen. Aurelia ist natürlich wie immer gut. Lightning Helix ist ein guter Draw. Länder, not so much. Okay. Karloff, watch Dizzly Dog. Okay, ja, gut. Und noch ein Removal? Ah, eine Marke, okay. Asta Vigilante. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch nicht verkehrt. Marke hier drauf und rein. Gegen den Watchdog trade ich all day, every day. Das ist doch schön, ja. Das war zumindest auch ein sehr guter Draw. Einfach mal so ein Fett zu legen jetzt, so im Late Game. Perimeter Enforcer. Ugh. Jetzt hat Assemble the Players auf jeden Fall schon ein bisschen was gemacht. Also schon ein 2-Mana-Draw, 3 Cards von oben. Ui, Gegner hat aber auch eine ziemlich wilde Mana-Base hier am Start. Habe ich vergessen rauszutarnen. Rauszutun. Rauszutarnen. Hab ich einfach vergessen rauszutun. Kleiner Fehler, hätte ich wahrscheinlich aus Market Watch Phantom machen sollen. Not on my watch. Okay. Okay. Ja, der Sweeper kostet mich jetzt, ne? Wenn das irgendeine andere Karte wäre. No Witnesses zu ziehen war jetzt in dem Spot hier richtig terrible. Muss ich mir das wahrscheinlich selber zuschreiben. Ich muss gleich mal gucken, was für eine andere Karte ich reingetan hätte. Ob sie an dem
Spiel. Vielleicht hätte ich Felonious Rage reingetan oder so, weil so viel mehr Power ist da ja auch gar nicht mehr bei mir. Makeshift Binding, okay, ja, gut. Ich denke, wir müssen gleich mal in Richtung No Witnesses aufbrechen. So, was haben wir da noch gehabt? Was waren die versteckten Kreaturen? Ah, okay. Die wurden einfach nicht angezeigt. Rakish Scoundrel und Museum Nightwatch. Okay, alles klar. Land, go. Gut, der Gegner ist auf 9, hat zwei Handkarten, ein Assemble the Players und ein Clue und ein Sample Collector. Und wir haben nichts. Das sieht nicht gut aus. Gleich mal gucken. Wobei wir wahrscheinlich auch, wenn wir das No Witnesses jetzt nicht gezündet hätten, hätten wir vielleicht auch verloren. Rubble Bat Maverick, ja, okay. Gegner legt volle Synergies hier auf Assemble the Players. Okay, ja, noch ein Swamp. Wir werden mal fetchen. Ich wollte gerade sagen, ich denke mir immer so, oh, nicht, dass ich das Falsche auswähle bei Escape Tunnel, weil ich einfach immer nur eine Sache auswähle. Lightning Helix. Die ist nicht schlecht. Die killt zumindest den Sample Collector. Ah, jetzt bevor da... Vielleicht hätte ich es sogar machen sollen, nachdem er die Collect Evidence gemacht hat. Aber wenn er die dann auf den Rubble Belt Maverick legt, dann ist das halt ein Damage mehr. Ja, ich glaube, es wird einfach Zeit, zwei Dogs zu bauen. Das ist, by the way, auch kein besonders gutes Design. Die Dogs vom Dog Walker kommen getappt ins Spiel und die Dogs vom Crawford Haunch kommen ungetappt ins Spiel. Also wenn etwas den gleichen Game-Effekt hat, dann sollten... Oh, wow! Ja, GG's. Dann sollte es auch irgendwie ja, gleich sich abspielen, gefühlt. Whenever enters the battlefield or attacks, you may collect evidence for. Er hat noch 22. Ja, Isoni besiege ich nicht. Nee. Okay, alles klar. Ja, schade. Da habe ich auch einfach nichts mehr gegen. Also Isoni ist komplett eine der besten Karten im Set. Selbst in einer super schwachen Farbkombination. Immer noch hat eine sehr, sehr hohe Winrate und ist fast nicht zu besiegen. Ich will noch einmal kurz nachgucken, was ich anstelle der No Witnesses oder des No Witnesses gespielt hätte. Oh, wir sind nur 4-3 gegangen am Ende. Na gut, okay. No. Due Diligence wäre eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht ein Felonious Rage, ein zweiter Gearbane Orangutan. Ja, das war's aber auch schon. Also, hier werden die Optionen halt auch relativ dünn. Also, ich habe das als Auswahl, das oder Due Diligence. Und ich glaube, keine der Karten hätte mich bei dem Draw jetzt schlussendlich gerettet. Ja, war ein bisschen Pech, muss ich sagen. Also, die Draws waren wirklich, wirklich underwhelming. Wir haben eigentlich ein relativ okayes Deck zusammengekriegt, habe ich das Gefühl. Wir haben super gute Uncommons mit Doppel-Case, Lightning Helix, super gute Commons mit Doppel-Person, Doppel-Inside-Source. Zumindest auch eine sehr gute Rare und eine gute Rare mit Fugitive Codebreaker und Aurelia. Aber es hat halt einfach nicht sollen sein. Deshalb leider nur 4-3 im Seed-Event hier. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und konntet was mitnehmen für Murders at Karloff Manor Seed und für die nächsten Events, die auf Arena stattfinden. Wie gesagt, es kommt da jetzt bald ein Qualifier-Play-In im Murders at Karloff Manor Seed und dann auch noch die Arena Open Anfang März. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!